auch heute Abend da ist. Herzlich willkommen aus Bochum und Ihre Frage bitte. Ich habe mich natürlich mit dem Thema Rente, weil es für mich in 5,5 Jahren soweit sein wird, besonders beschäftigt und habe auch andere Systeme verglichen, zum Beispiel wie in Österreich. Dort gibt es eine Bürgerversicherung, da zahlen alle ein, ob Parlamentarier, ob Selbstständige oder Arzt, jeder Freischaffende zahlen ein und auch die Beamten. Und dort ist es möglich, dass eine Reinigungskraft, die 30 Jahre gearbeitet hat, bei keiner Vollzeit, sondern bei einer Wochenarbeitszeit von 30 Stunden mit über 1.000 Euro Rente nach Hause geht. Und ich gehe nach über 40 Jahren mit 654 Euro, von denen immer noch nicht die Krankenkasse bezahlt worden ist, nach Hause. Warum ist die Regierung hier in Deutschland nicht in der Lage, sich so ein System anzugucken und auch so ein System für uns einzuführen? Naja, also erstmal will ich sagen, ich verstehe das, was Sie auch ein Stück unzufrieden macht, sage ich ganz offen. Aber unser Rentensystem ist ja jetzt schon seit einer ganz langen Zeit gewachsen und wir können uns natürlich vergleichen mit Österreich, dann sind wieder andere Dinge vielleicht nicht so gut wie bei uns. Also das kann ich jetzt nicht aus dem Kopf ganz genau sagen, aber ich glaube, dass das österreichische Rentensystem an der Stelle wirklich besser ist. Also ich stelle Ihren Vergleich nicht in Frage. Wir haben damals die Grundsicherung eingeführt und auch sichergestellt, dass da kein Rückgriff mehr auf die eigenen Kinder genommen wird, weil wir genau diese verschämte Altersarmut wegbekommen wollten. Ich weiß nicht, ob Sie noch eine Zusatzversicherung machen, zum Beispiel Riester. Von 1.050 Euro? Nein, muss man nicht für... Nein. Also Sie können ja... Nein, egal. Sie meinen bei 1.050 Euro noch eine Riester-Versorgung dazu? Riester würde ich sowieso nicht machen. Warum nicht? Weil ich halte, Riester ist, der ist nur Riester von reich geworden, kein anderer. Ja, also da bin ich ein bisschen anderer Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir fördern das von... Das bringt doch keine Zinsen, so eine Riester-Rente. Ja, das ist ein Witz, irgendwie, okay, was Sie erzählen. Die Altersarmut ist nach wie vor da. Und ich finde das unverschämt, die Frau mit so einer Antwort zu bescheiden. Also darf ich, das kann ich ja auch gut verstehen, oder nehme ich zur Kenntnis. Ich darf trotzdem die Frage stellen. Ich persönlich glaube, dass Riester einen großen Vorteil hat gegenüber allen anderen kapitalgedeckten Systemen. Erstens, der Staat fördert es. Und zweitens, Sie bekommen auf jeden Fall, egal welche Finanzkrise da ist, das raus, was Sie reingetan haben. Und drittens, wenn Sie diese Riester-Rente machen, dann werden Sie in Zukunft auch nicht alles auf die Grundsicherung angerechnet bekommen, sondern noch etwas zusätzlich dazu behalten können. Das finde ich richtig. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Sie Kinder haben oder nein, denn sonst könnten Sie auch, das wollen wir aber auch. Aber Frau Merkel, das ist nicht die Beantwortung meiner Frage. Ich habe Sie gefragt, warum es in Deutschland nicht möglich ist, ein ähnliches Rentensystem zu schaffen, wo die Menschen wenigstens eine Grundrente von 1.050 Euro bekommen können und nicht nach 40 Jahren arbeiten, am Bahnhof rumstreichen müssen, um Flaschen und Dosen zu sammeln, um ihr Leben ein bisschen zu verändern. Ja, ich kann noch, schauen Sie, ich kann Ihnen... Oder ist es bei Ihnen so, Sie sind ja selber Abgeordnete, dass Sie sich fürchten davor, von Ihrer Rente, von Ihrem Lohn etwas da einzahlen zu müssen? Gut, das ist jetzt, ich fürchte mich dafür überhaupt nicht. Es gibt ein Rentensystem, in das eingezahlt wird. Ich kann Sie jetzt auch nicht überzeugen. Ich finde, dass wir mit der Grundsicherung einen Weg geschaffen haben, um ganz legale Ansprüche zu definieren. Sie können, wenn Sie etwas zusätzlich da noch vorsorgen, auch das aufstocken. Und ich kann Sie verstehen, dass Sie damit nicht zufrieden sind und kann auch nur sagen, wir müssen vielleicht diese Arbeiten besser bezahlen. Sie machen ja selber die Tarifverhandlungen und da wissen wir, wie schwer das ist. Meistens sind aus den Krankenhäusern die Reinigungsdienste ausgegründet. Die haben nicht so eine guten Chancen. Da bin ich sofort dabei, dass Sie dann auch für diese Arbeit, die sehr schwer ist, mehr verdienen. Aber unser Rentensystem kann ich jetzt nicht versprechen, sofort zu ändern. Was heißt sofort? Ja, sofort heißt, dass wir das... Dass Sie das irgendwann ändern wollen, sodass wir auch in den Genuss kommen, ein bisschen besseres Leben im Alter zu haben? Ich möchte gerne, dass Sie auch ein gutes Leben im Alter haben. Und deshalb sage ich nochmal, mit der Grundsicherung haben wir einen wichtigen Schritt getan. Und mit den Möglichkeiten, noch etwas dazu behalten zu können, sind Sie jetzt noch nicht zufrieden.
Und ich werde auch versuchen, dass wir das weiter ansteigen lassen können. Aber ich kann Ihnen jetzt auch nicht etwas versprechen, was ich nachher nicht halten kann. Vielen Dank. Es ist, da möchte ich noch ganz kurz zu sagen, es ist ein Unding, dass in dem einer der reichsten Länder der Welt die Rentner so behandelt werden, dass sie, wenn sie tatsächlich in ihre Rente gehen, nichts mehr tun können, außer zu Hause zu sitzen, sich nichts mehr leisten können. Wir können an überhaupt nichts mehr teilnehmen und 40 Jahre hart arbeiten und dafür 650 Euro zu kriegen. Armes Deutschland. Dank sprudelnder Steuereinnahmen fast ein wenig wünscht ihr was Charakter hat. Was macht man, wenn man so und so viele Milliarden Freiräume hat? Hier können Sie einfach noch mal ein bisschen träumen, was Sie glauben, was für die nächsten 4 Jahre notwendig ist. 72 Seiten Wahlprogramm voller Wahlgeschenke, darunter Steuerentlastungen von 15 Milliarden für kleine und mittlere Einkommen. Das Geld erhöht sich um 25 Euro. Für Familien soll es zudem 1200 Euro Kinderbaugeld pro Kind und Jahr geben. Und beim ersten Kauf eines Eigenheims würde die Grunderwerbsteuer wegfallen. Das Wahlprogramm verfolge das Ziel: Wohlstand und Sicherheit für alle. Dieses Regierungsprogramm ist eine Fundgrube. Ein Märchenprogramm ohne Plan, ohne Rentenkonzept und ohne sozialen Kompass, kritisiert SPD-Kanzlerkandidat Schulz. Es ist ein Programm, das unseriös, ungerecht und auch unverantwortlich ist. Das ist ein Minimalprogramm zur Konfliktvermeidung innerhalb der Union. Ich wende mich an die Jungen und die Alten hier auf dem Platz. An euch gemeinsam, an die Generationen, die hier vertreten sind. Ich werde oft gefragt, es gibt ja so wenig Unterschiede zwischen Angela Merkel und mir. Doch, es gibt einen Unterschied, den sage ich euch jetzt mal. Bei der Rente, sagt Angela Merkel, gibt es keine Notwendigkeit einzugreifen. Brauchen wir nichts zu tun. Rente ab 50. Doch ein bisschen früh, finde ich. Also, ich fange nochmal von vorne an. Die hat erklärt, bei der Rente brauchen wir nichts zu tun. Keine Notwendigkeit. Liebe Leute, das ist eine Kampfansage an eine ganze Generation. Das ist eine Kampfansage an eine ganze Generation. Denn wenn wir nicht eingreifen, sinken die Renten ab und steigen die Beiträge. Sie sinken ab, die Renten. Auf der Grundlage der heutigen Rechtsstrukturen sinken sie und die Beiträge werden steigen. Und die CDU sagt, naja, da müsst ihr halb bis 70 arbeiten. Das bedeutet für eine junge, sagen wir mal Altenpflegerin, die heute hier vielleicht auf diesem Platz steht, dass sie zu der Generation gehören wird, die die höchsten Beiträge in die Rentenversicherung wird zahlen müssen. Dafür am Ende die geringste Rente rausbekommt und als 70-Jährige darf sie dann noch einen 80-Jährigen pflegen. Das ist die Generationengerechtigkeit der CDU. Das machen wir anders. Wir werden einen neuen Generationenvertrag schließen. In der nächsten Wahlperiode, indem die Rente stabil bleibt, die Beiträge stabil bleiben und das Renteneintrittsalter nicht verändert wird. Und wir werden die Solidarrente einführen. Die Solidarrente ist extrem wichtig. Wer 35 Jahre Beiträge gezahlt hat, der muss nicht auch noch zum Amt gehen müssen hinterher. Also lasst es mich mal ganz konkret sagen. Ein Land mit den Haushaltsüberschüssen der Bundesrepublik Deutschland muss verdammt nochmal die Würde im Alter für alle Bürgerinnen und Bürger sichern können. Leipziger Parteitag der CDU 2003. Angela Merkel war Oppositionsführerin, stand für Aufbruch und Reformen. Sie wollte mit der CDU Deutschland verändern. Entweder wir, die Deutschen, werden vom Wandel überrollt, oder aber wir schaffen es, den Wandel zu gestalten. Das genau ist die Alternative. Und liebe Freunde, ich will, dass die Union den Wandel gestaltet. Angela Merkel plante radikale Reformen bei Kranken- und Rentenversicherung, ein neues Steuersystem. 2005 wurde sie Bundeskanzlerin. Umgesetzt hat sie von all den Reformplänen nichts. Ja, das ist ein Witz, irgendwie, okay, was Sie erzählen. Die Altersarmut ist nach wie vor da. Und ich finde das unverschämt, die Frau mit so einer Antwort zu bescheiden. Auch Frau Vogel ist sauer. Ich kann sie jetzt auch nicht überzeugen, gesteht Merkel. Sie könne die Wut der Frau verstehen, man müsse für so eine schwere Arbeit mehr bezahlen. Mit der Grundsicherung habe man aber einen wichtigen Schritt getan. Ich kann jetzt aber nicht versprechen, unser Rentensystem sofort zu ändern, so Merkel. Die Union braucht einen Bundeskanzler, der unsere Zukunft nicht aufs Spiel setzt. Einen, der uns ernst nimmt. Einen, der anpackt. Und dieser Kanzler ist Martin Schulz.